So, ihr wundert euch natürlich wahrscheinlich, was mache ich hier gerade in Berlin am Hauptbahnhof? Und zwar gibt es eine kleine Information am Rande, bevor ich losfahre, so wie ich gerade bin, ja, habe ich mich entschieden, heute nach Hamburg zu fahren. Mein Name ist J6 und die Bauernproteste, sogar unangemeldet, sind jetzt zurzeit in Hamburg. In Hamburg wurde zurzeit alles abgesperrt auf der Autobahn und wir fahren einfach spontan nach Hamburg. Ich habe mir jetzt ein ICE-Ticket gebucht, zweite Klasse natürlich, trotzdem ICE geht schneller, 1,5 Stunden. In 1,5 Stunden sind wir in Hamburg, weil der wahrscheinlich mit 400 km/h einfach mal durchfährt. Die Autobahn ist sowieso gesperrt, dort vor Ort. Es wird schwieriger sein, mit dem Auto hinzukommen. Ich würde auch mit der Mitfahrgelegenheit fahren. Aber so fahre ich jetzt mit dem ICE für 75 Euro. Super günstig. Hotel habe ich mir dort auch schon gebucht für 45 Euro die Nacht. Da schlafe ich in so einer Kapsel. Super sauber. Kenne ich ja in Hamburg. Cap 20. Da werde ich euch auch nochmal eine Führung geben. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt entschieden, nach Hamburg zu fahren, um euch dort live vor Ort zu berichten. Ja? Die Bauernproteste gehen ab. Und so wie ich gerade angezogen bin, ich habe mit meiner Frau nochmal telefoniert, genau so fahre ich da auch gleich hin. Ja, ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, da hinzufahren. Aber ich habe dann die Information bekommen, dass es da gerade rund geht. Ja, umso besser für mich und die Aufnahmen für euch. Ich möchte euch auch auf dem Laufenden halten. Insgesamt verliere ich 200 Euro, weil da möchte ich wahrscheinlich auch nochmal was essen, heute und morgen. Und die Durchsagen hier, die Bahn ist schon wieder zu spät. Und um die 8 Minuten Verspätung wie immer. Es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Tag im Jahr, wo die Deutsche Bahn wirklich pünktlich ist oder einmal durchfährt. Es ist immer ständig irgendwas. Ja? Heulen auf hohem Niveau. Die Ansage geht mir so auf den Sack hier, Alter. Freunde, ich warte jetzt auf die Bahn. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof. Und ja, ihr seht gerade die Leute hier mit am Start. Alle wollen irgendwo hin. Keine Streiks mehr. Und ich dachte mir, du bist jetzt fertig, Alter, irgendwann mal. Furchtbar, dieses Deutsch-Englische. To Cologne. Alter, ich raff's nicht. Also, wir sind 1,5 Stunden mit dem ICE unterwegs. Und ich schaue mir natürlich an, was da vor Ort läuft, wegen den Bauernprotesten. Dafür bin ich da. Ich fahre extra für euch hier natürlich. Und ich dachte mir, es ist ja hier in der Nähe. Wenn ich mit dem ICE fahre, geht es eigentlich super schnell. Wie gesagt, so wie ich gerade auch raus bin aus dem Haus vorhin, so fahre ich jetzt einfach hin. Hotel einfach noch zubuchen, dann vielleicht morgen tagsüber schnell nochmal zu DM und Primark. Eine Hose, ein paar Unterwäsche, ein bisschen Socken, muss halt sein. Aber so ist halt mein YouTube-Leister. Ich muss, wenn ich da nicht hinfahre, verpasse ich ja auch eine Sache, die ich für euch eigentlich auch filmen könnte. Wie fahren wir jetzt straight hin? Wie so ein Assi. Ich habe nichts bei, außer mein Ladegerät. Zum Glück habe ich mein Ladegerät mitgenommen. Und ja, wir fahren nach Hamburg. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mal sehen, wie lange die Verspätung jetzt hier dauert. Und ja, 8 Minuten, 10 Minuten. Ich halte euch auf den Laufenden, wenn wir jetzt in der Bahn sitzen und dann in die Bahn gehen. Was haltet ihr davon? Einmal in die Kommentare, was geht eigentlich in Hamburg ab? Hamburg soll es richtig krass zugehen, da mit den, mir fehlt das Wort jetzt gerade, mit den Bauern auf der Autobahn. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da los ist. Dafür fahren wir auch hin. Sehr, sehr gespannt. Berlin ist ja so ein bisschen ruhiger. Berlin ist ja leider so ein bisschen tot. Aber jetzt geht es da irgendwie angeblich in Hamburg los. Und die Dinger sind unangemeldet. Mal sehen, wie die Bauer dort drauf sind. Ich würde sagen, ab nach Hamburg. So, Folgendes ist passiert. Der sollte 37 kommen. Jetzt kommt er 18:43, eine Stunde Verspätung. Deutsche Bahn, wir kennen es. Ich gehe jetzt ein bisschen hoch, was essen. Und dann steigen wir hoffentlich mal in den ICE ein. Sonst muss ich meine Rückerstattung hervorrufen. Oder die Deutsche Bahnmitarbeiter ein bisschen anpöbeln. Man zahlt, man will fahren und da fährt nichts. Ja, wir haben uns jetzt in ein Vampiano gesetzt zu einem grünen Tee. Und ja, 43 Minuten Verspätung. Wir warten jetzt so lange hier am Hauptbahnhof im Vampiano. Man sieht, wie die ganzen Leute da rumeiern, ja, wie die Ameisen. Jeder muss irgendwo hin. Ich dachte auf die Schnelle mal Hamburg, zack, wird wohl nichts. Eine Stunde länger wegen der Verspätung, aber ja, irgendwann muss er ja kommen. Wenn er heute nicht kommt, Rückerstattung, ganz klar. Nach 1,5 Stunden Verspätung sitzen wir jetzt endlich in der ICE Richtung Hamburg. Und ja, ihr seht es gerade.
Selbst mitten in der Woche ist ein bisschen was los. Es gibt halt keinen Zug im Jahr, der wirklich einmal durchzieht oder pünktlich kommt. Wir sehen uns vor Ort, das sind jetzt so heiße 1,5 Stunden. Müsste eigentlich schnell gehen. Ja, mit dem ICE ist es so fast 4 um die Ecke. Und ja, bis gleich. Was geht ab, yo? Ich bin am Start. Ich bin gerade in Hamburg, check gerade im Hotel ein. Ja, Freunde, wie es aussieht, bin ich jetzt im Hotel eingecheckt. Aber hier ein Doppelbett. Ich bin angekommen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal raus. Wir haben es mittlerweile mit der ganzen Verspätung alles drum und dran. Ich habe noch ein paar Zuschauer getroffen, die mich zum Essen eingeladen haben. Grüße gehen raus an Jovi und natürlich den Christian. Beide aus Lübeck sind extra zu mir nach Hamburg, für mich nach Hamburg gekommen. Und ja, soll irgendwie 20, 30 Minuten entfernt sein. Und ja, mittlerweile haben wir es 3 Uhr morgens knapp. Ich gehe gleich nochmal zum Hauptbahnhof, um mir was zu trinken. J6 ist in Hamburg. Nicht lange. Vielleicht bleibe ich nur morgen und fahre morgen nachts gleich wieder zurück. Morgens mit der Bahn. Ja, die Tickets waren sehr, sehr günstig. Ich werde natürlich Ausschau halten und euch natürlich berichten von den Bauernprotesten. Jetzt habe ich noch bei der Davidswache vorhin an der Reeperbahn gecheckt und die Polizei gefragt. Die meinten, ja, die sind unangemeldet, die sind einfach, die kommen einfach, wenn die wollen. Hamburg ist auch nochmal ein anderes Pflaster. Und ja, wenn die unangemeldet kommen, muss ich natürlich Ausschau halten. Ich bin morgen den ganzen Tag in Hamburg. So, also ich liege jetzt im Bett. Ich würde sagen, gute Nacht. Ich nehme euch morgen wieder mit. Das Ganze seht ihr natürlich in einem Video hier mit reingeschnitten. Bei euch handelt sich das nur um Sekunden. Wenn ich jetzt einmal schnipse, sehen wir uns am nächsten Tag. Oh, so, ich bin wach. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Ich versuche auch gar nichts zu verstecken, vor niemandem was. Ja, wach, anziehen, raus, auschecken. Und natürlich gucken, was in Hamburg so los ist. Vielleicht entdecken wir so eine Bauerndemo. Aber so wie ich es mitbekommen habe, auch von der Polizei gestern und von der Rezeption unten, ist da nichts mehr. Wurde aufgelöst. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst hergekommen, aber trotzdem machen wir mal einen Spaziergang. Vielleicht machen wir nochmal ein extra Video. Ja? Schauen wir mal. Let's go. Ja, und wir sind gerade hier auf dem Steindamm. Wenn ihr in Hamburg seid, dann muss Steindamm sein. Wer in Hamburg ist und nicht auf dem Steindamm war, ist auf jeden Fall eine Schande. Und ich bin gerade hier voll bei den Steindamm. Eine gruselige Gegend eigentlich, aber an sich wie in Berlin, kennt man eigentlich. Da gibt es auch solche Ecken. Hier kann man übrigens auch toll essen gehen. Schauen wir mal, wo die Bauern sind. Wir sitzen jetzt gerade hier in meiner Lieblingsbäckerei und haben die Aussicht in die Stadt. Ja. Und zwar hier direkt in der Schanzenbäckerei. Ich sitze hier gerade vor dem schönen warmen Tee mit 2 Croissants. Und ja, erstmal tanken wir uns auf, ein bisschen was frühstücken. Ich frühstücke eigentlich sehr ungern, aber ja, schöne Aussicht. Normalerweise ist hier auch alles voll, jedes Mal. Schaut mal. Na, ist schon viel Besuch da. Ja, wir schauen mal. Lass mich erstmal ein bisschen frühstücken. Wa? So, wir sind jetzt in der Mall, aber von den Protesten ist nichts zu hören. Wir sind jetzt gerade in der Europapassage in Hamburg. Ich höre mich noch mal ein bisschen um. Ich muss noch mal ein Produktplacement fertig kriegen. Ich habe einen Auftrag, daran muss ich mich auch noch darum kümmern. Das ist halt nicht so einfach. Die Europapassage ist auf jeden Fall cool. Ja gut, interessiert euch bestimmt nicht. Weiter geht's. Mal wieder in der Hamburger Innenstadt, jetzt direkt vor dem Rathaus. Und ich habe mich jetzt noch ein bisschen umgehört. Keiner weiß von was. Vielleicht können wir hier in den Seiten noch mal Leute fragen. Ansonsten sieht es wohl so aus, als würde ich umsonst gekommen sein, aber macht ja nichts. Ich habe trotzdem investiert. Ich kann vielleicht nochmal in die Hut gehen. Billstedt, in die Hut fahren zu Billstedt. Hier in Hamburg zum Beispiel ist das ein Brennpunkt. Ein sozialer Brennpunkt. Aber ja, kann ich vielleicht von da nochmal ein Video bringen, wie jedes Jahr. Ich bin ja jetzt wieder im neuen Jahr das allererste Mal in Hamburg. Und ich bin jetzt hier auf der Suche nach den Bauern. Das ist natürlich nicht so einfach. Ich muss mich weiter durchfragen. Mal schauen, was da abgeht. Immer wieder schön hier zu sein, hier am Wasser, direkt an der Alster. Und ja, entspanntes Ambiente. Hamburg City. Trotzdem brauchen wir die Bauern. Wir brauchen die Bauern für die Berichte. Wie denken die Hamburger Bauern? Hamburger U-Bahn. Interessant. Sehen aus wie Regionalbahn hier, Alter. So, wir müssen natürlich zur Hafen City, das kann dauern. Nun sind wir am Hafen. Da hinten steht die Polizei auch. Ein kleiner Streifenwagen. Ich bin direkt am Hafen, aber keine Bauer zu sehen. Also irgendwie ist das wieder nicht mein Tag. In Belgien war das genau schon so. Und heute in Hamburg ist das wieder so. Die waren ja hier auf der Brücke, haben wir die Brücke hier blockiert. Hafen City, wir sind davor. Hier ist der Hafen sozusagen.
Ja, da hinten auch noch mal ein bisschen mehr Industriehafen. Aber wir sehen nichts. Keine Spur von den Bauern. Tja, nun sind wir hier vor Ort. Ich glaube, das war für mich ein Reinfall, Freunde. Ja, auch schön zu sehen mit der U-Bahn oben. Aber natürlich kein Vergleich zu Berlin. Ja gut, hier ist der Schreibenwagen. Versteht sich natürlich auch, warum der hier steht. Hier ist eine Polizeistelle hier. Polizeipräsidium. Ja, die Jungs und Mädels sind leider weg. Was soll ich euch sagen? Sollen wir jetzt zur Reeperbahn gehen? Mann. Dann wird es heute doch Pink Palace. Mann, schade. Freunde, ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich halte euch auch natürlich auf den Laufenden mit Frankreich und Co. Immer mit den neuesten Updates. Es kommen heute noch mal ein paar Videos und ein Video aus Berlin kommt noch mal vom Brandenburger Tor. Der letzte Update mit den ganzen Leuten, die da immer noch rumhocken. Mal sehen, wie lange die Demonstrationen sozusagen anmelden dürfen. Aber für heute, wie es aussieht, ist vorbei auf jeden Fall. Hamburg ist auch richtig tot in der Woche. Ah, da hinten fährt einer. Da hinten fährt einer. Yes. Da fährt der zweite, Freunde. Ich habe jetzt zwei sichten können. Den folgen wir jetzt einfach. Mal sehen, wo sie hinwollen. Vielleicht passiert heute ja noch was. Hafen City, Hamburg. Wunderschön trotzdem. Ja, wir haben jetzt keine Bauer finden können. Wie ihr seht, gerade hier am Abend schon dunkel. Aber war trotzdem Hamburg mal wieder sehenswert. Ja, ich habe den Hafen gesehen. Wir waren am Amsteindamm vorhin. Ein bisschen frühstücken. Dann, vorhin habe ich auch noch mal gegessen. Wollte ich euch nicht mitnehmen da. Döner-Test hatte ich jetzt keinen Bock. Ich habe ja jetzt aber auch keinen Döner gegessen. Ich habe so einen Spießteller gegessen. Und vorhin noch mal einen Burger. Ich esse leider sehr viel. Und das ist jetzt hier die Einkaufsstraße am Abend. Was haben wir jetzt? 17 Uhr? Ja. So sieht das hier aus. Am Hauptbahnhof entlang. Ja, am Bahnhofsviertel. So. Sieht man besser mit der Mainlands an der Seite. Für mich hat sich der Tag erledigt. Und die Reise in Hamburg auch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall am Hauptbahnhof, Freunde. Das war es meinerseits. War trotzdem sehr, sehr interessant. Hamburg ist immer eine Reise wert.